Herr Steinhäuser, das war wie bei allen Wahlen immer ganz große Enttäuschung, ganz große Begeisterung. Wie haben Sie es gestern Abend erlebt? Ja, hier in der CDU-Zentrale in Düsseldorf waren die Begeisterungsstürme enorm. Man hatte gehofft, dass man vor der SPD liegt, dass der Abstand in Nordrhein-Westfalen aber so groß ist, dass man die Sozialdemokraten regelrecht deklassiert in ihrem einstigen Stammland. Damit hatten selbst ja die Fraktionsvorsitzenden, die Minister, die hier gestern Abend auf dieser Wahlparty waren, alle nicht gerechnet. Der Abstand ist groß, deswegen gibt sich die CDU in Nordrhein-Westfalen jetzt sehr selbstbewusst nach diesem Wahlabend und möchte schon bald auch Gespräche führen. Ministerpräsident Hendrik Wüst hat gesagt, er wird mit allen reden, aber die klare Präferenz ist, wenn man sich hier umhört, dass es auf ein schwarz-grünes Bündnis hinauslaufen soll. Das wird alles andere als einfach werden, denn es gibt durchaus viele Konfliktlinien und in den vergangenen Jahren waren sich CDU und Grüne hier durchaus auch spinnefeind bei vielen Punkten. Stichwort Hambacher Forst, Stichwort Clan-Razzien und Clan-Bekämpfung. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansichten bei den beiden. Und da muss auch Hendrik Wüst vor allen Dingen jetzt schauen, dass er in seinem Landesverband Ruhe rein hat und dass der Wahlsieg auch niemandem zu sehr zu Kopf steigt und keine Maximalforderungen der CDU erhoben werden. Gestern, so viel ist klar, da wurde hier sehr, sehr viel gefeiert. Aber nüchtern betrachtet am Tag danach ist natürlich klar, man braucht einen Koalitionspartner, man muss Zugeständnisse machen. Und das wird nicht einfach werden für die CDU hier in NRW. Auf der anderen Seite muss man feststellen, die ganz großen Sieger sind die Grünen. Die Grünen sind in Nordrhein-Westfalen immer eher die linken Grünen gewesen. Das hat sich auch mit der Spitzenkandidatin Neubauer so ein bisschen geändert. Also so weit ist man nicht auseinander. Und es gab ja immer mal wieder Bestrebungen, zwischen Schwarz und Grün eine Koalition zu festigen und zu möglich zu machen. Selbst in den Jahren von Jürgen Rüttgers gab es da sehr enge Beziehungen zwischen den beiden Parteien. Ist die Grundlage thematisch denn möglich? Also Hendrik Wüst und Mona Neubauer haben gestern in ihren Äußerungen eigentlich klargemacht, dass die Grundlage da ist. Hendrik Wüst ist ja im Oktober erst als Ministerpräsident ins Amt gehoben worden, als Nachfolger von Armin Laschet. Und in seiner ersten Regierungserklärung hat er sofort gesagt, der Klimaschutz und die Bewahrung der Schöpfung stehe bei ihm an allererster Stelle. Also Monate vor der Landtagswahl. Darauf hat er auch heute Morgen noch mal verwiesen in mehreren Interviews. Und Mona Neubauer im Gegenzug hat der CDU in NRW eine gewisse Entwicklung bescheinigt. Sie hat gesagt, die CDU hier sei moderner geworden. Also da sieht man ganz deutlich, da gehen zwei aufeinander zu. Da versucht man auch alte Streitigkeiten beiseite zu legen und Brücken zu bauen. Das ist hier sehr klar geworden. Und die Alternative, die Thomas Kutschaty auch noch hätte, die Ampel in Düsseldorf am Rhein, die ist doch eher unrealistisch. Das ist auch gestern Abend schon klar geworden. Die FDP hier sehr zerrupft mit 5,9% gerade noch im Landtag wieder drin und der FDP-Spitzenkandidat und derzeit noch stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp hat gestern Abend schon gesagt, er geht davon aus, dass die beiden Wahlsieger, und da hat er die CDU und die Grünen mitgemeint, dass diese beiden auch gemeinsam regieren werden. Schauen wir mal auf die SPD ganz kurz. Das ist ein Ergebnis, mit dem man nicht nur nicht zufrieden sein kann, das haben wir auch gerade von Thomas Kutschaty gehört, sondern das ist eigentlich desaströs. Das ist ja nun das Kernland der SPD immer gewesen. Die Sozialdemokratie über die Jahrzehnte hat sie in Nordrhein-Westfalen regiert. Die kommt einfach nicht mehr über Wasser. Woran liegt das? Ist es tatsächlich die Frage, dass Thomas Kutschaty nicht erfolgreich war? Oder ist es möglicherweise dann doch auch der starke bundespolitische Einfluss? Also wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, dann ist es so, dass in den traditionellen Hochburgen der SPD im Ruhrgebiet viele Wahlkreise noch von der SPD auch gewonnen worden sind. Aber in anderen Großstädten sind Direktmandate auch erstmals in NRW an die Grünen gegangen. Und das ist natürlich etwas, was der SPD in den Großstädten zu schaffen gemacht hat. Es gab bei dieser Landtagswahl ja keinen wirklich überragenden Kandidatenfaktor im Vorfeld. Es hat sich dann gestern gezeigt, dass Hendrik
Hendrik Wüst für viele Menschen doch ein Grund war, die CDU zu wählen. Etwa ein Drittel der Menschen haben auch den Kandidatenfaktor Wüst genannt bei der Nachwahlbefragung. Bei Thomas Kutschaty sieht das anders aus. Er hat als Kandidat wahrscheinlich nicht wirklich ins eigene Lager ausgestrahlt. Die Mobilisierung hat der SPD zu schaffen gemacht. Man hat die eigenen Leute nicht wirklich an die Urne gebracht. Es sind sehr, sehr viele hunderttausende Wähler der SPD abhanden gekommen, die 2017 noch SPD in NRW gewählt haben, die das nicht mehr gemacht haben. Damals ist Hannelore Kraft angetreten. Das war auch nicht mehr sozusagen ihre beste Phase. Da hatte sie auch schon mit sinkenden Umfragewerten zu kämpfen. Aber sie war bekannt, auch über Nordrhein-Westfalen hinaus. Und diese Popularität, die hat Thomas Kutschaty nie entwickeln können im Wahlkampf. Und so hat es auch am Kandidaten gelegen, auch an den Themen. Dieser Wahlkampf war überlagert von ganz vielen Dingen. Es ging erst sehr spät wirklich um landespolitische Themen hier und dann sehr viel um Klima, um Wohnen, um Bauen und Verkehr. Themen, mit denen die SPD punkten konnte, aber eben die Grünen noch stärker. Das ist auch deswegen überraschend, weil wenn man sich mal anschaut, was hat die Wahl bestimmt von den Themen her, dann ist es vor allen Dingen auf der ersten Position der Preisanstieg, die Inflation, die die Menschen beschäftigt hat. Wir haben den stärksten Anstieg der Großhandelspreise seit 1962, das wurde heute gemeldet. Aber schon auf der zweiten Position ist der Klimaschutz und die Energiesicherheit. Eigentlich sind das sehr typische nordrhein-westfälische Themen, vor allen Dingen eben soziale Themen. Das ist richtig. Allerdings gab es hier im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen durchaus einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen SPD und Grünen. Es ist etwa so, dass beim Stichwort Kohleausstieg, der ja vorgezogen werden soll auf das Jahr 2030, was Nordrhein-Westfalen auch enorm betreffen wird. Bei diesem Thema haben auch nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Grünen gesagt, man muss am Ausstiegsdatum 2030 festhalten. Die SPD dagegen, Thomas Kutschaty, hat hier im Wahlkampf gesagt, noch vor wenigen Tagen, dass er, bevor es keine anderen Energiequellen gibt, gar kein Ausstiegsdatum mehr nennen möchte. Und das hat doch auch gezeigt, dass es durchaus auch erhebliche Differenzen im Klimaschutz hier gab zwischen SPD und Grünen und dass sich an einigen Punkten da tatsächlich Grüne und CDU im Wahlkampf schon etwas näher gerückt waren. Soweit aus Düsseldorf eine Analyse. Vielen Dank.